Super Noobs. Törmchen sind's noch. Oh, das ist aber ein schöner Turm. Und da ist noch eine Fahne. Ja, komm, dann holen wir uns die Fahne auch noch schnell. Würde ich mal sagen. Ja. Gute Güte. So, und jetzt müssen wir da hoch. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Du musst den Verstand verloren haben. Warum würde jemand so etwas tun? Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Es sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. So. Da sehen wir schon eine Bürgerbefreiung. Die wir auch so gleich erledigen werden. Ja, aber der wehrt sich. Ah ja, komm. Hört mal auf euch. Ich seh nix. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Ja, hab ich. Dann hol euch mich dich mal. Ihr könnt mir nicht entkommen. Da, da ist er. Ach. Damit kommt ihr nicht davon. So, spring mal hier hoch, Alter, ja. Ihr könnt mir nicht entkommen. Los ist kaputt. Geht fort mit euch. Komm, das schaffst du. So. So, den Turm haben wir auch. Wo ist jetzt der Vogelpupu zum Springen? Da ist Vogelpupu. Nee, war kein Vogelpupu, da war hier Dinge. So, die Bürgerbefragung haben wir gemacht. Das heißt, jetzt kommt noch der Turm. Der ist da. Er ist entfleucht. So, auf zum nächsten Turm. Schön. Na komm, kannst du an die Leiter ran? Komm. Geht doch. Und wenn das passiert. Stirb, Scheide! Komm, spring. Komm schnell. Dann schnell Synchro. Synchronisation. Okay.
Ja, und damit haben wir dann die Informantenherausforderung. Eskorte die mal natürlich gerne und die Bürgerbefreiung. Ja. Lette mir Bücher lernen, mir blö, blö, bla, bla. Blupsti, wupsti. Ja. Mach dich bloß vom Acker hier. Ihr, ja, ihr. Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge, ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig. Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Ja, Moment, was ist das? Da ist das Missionsziel. Ich wusste, dass das passiert. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Lasst Vorsicht walten. So weit ist es nicht. Aber das wird bestimmt jetzt gleich hier richtig zur Sache gehen. Das ist nicht gut. Sie gehören euch! Das ist nicht gut. Hilfe! Das wird überhaupt nicht schwer. Sie gehören euch! Ah, jetzt auf einmal greifen sie mich an. Du gehörst mir! Oh, das war wieder ein Murmeltritt. Dafür kriegst du direkt eine verbröselt. Jetzt hier, komm. Na, ja. Warum wedelst du jetzt so scheiße mit dem Schwert rum, ihr Alter hier, hä? Hallo, nicht wedeln. Wo ist er hin? Okay. Hier ist auch der Turm. Was ist dieser armen Seele widerfahren? Himmel, was ist passiert? Himmel, Arschenswörn! Was ist dieser armen Seele passiert? Widerfahren, meine ich. Wo ist denn hier der Turm? Hier endet dein Leben, düstere Tat. Was ist hier geschehen? Haltet sie auf! So. Das war aber gerade ein bisschen buggy. Das sind aber nochmal zwei. Oder war es das jetzt schon? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche doch Geld. War es das schon? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Tja. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Das werden wir noch sehen. Damit holen wir uns jetzt dieses Türmchen da hinten. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ach ja. Schert euch fort. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Wo ist denn einer? Da. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Ja, lass mich erstmal bitte diesen Turm hier einnehmen. Geht, Bauer. Und jetzt holen wir uns noch die letzte Bürgerbefreiung. Alle Aussichtspunkte. Oh, hier gibt es noch eine. Einmal belauschen. Ich würde sagen, wir machen erst die Bürgerbefreiung. Die ist nämlich gleich da vorne.
Ach komm. Schade. Boah, jetzt kommen aber viele hier. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen. Dreh dich doch mal um danach, ey. Okay, das war's. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Ja, nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, ist ja allerliebst. Aber wir machen es jetzt erstmal gerade. Wir wollen jetzt dieses Belauschen. Moment, dann haben wir doch alle. Ihr wird nicht so atmlos sein. Was ist hier geschehen? Das ist ein Böden. Ich werde alles tun, was ich kann. Ihr könnt auch nicht zählen. In die Richtung müssen wir. Ja, ja, alle ein bisschen aufgebracht hier, alle ein bisschen nervös. Hat aber nichts. So, wir rennen jetzt hier zur Belauschung. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Aber so. Ich brauche doch es wird Geld, immer schlimmer. Herr. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassine. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na, alle! Wir haben nicht genug Männer! Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Ich bin arm, krank und hungrig! Bitte, Herr, habt ihr ein bisschen... Okay. Da brauche ich mal noch eine Flagge, die ich ganz gerne hätte. So, und jetzt würde ich sagen... Konnte ich eigentlich... Alle Ziele... das Büro, ne? Das ist ein bisschen entfernt. Ne, wir haben kein Geld. So.
Da oben ist noch eine Flagge. Wovor fliegt dieser Boah, jetzt haben wir uns die natürlich an der Backe geholt. Okay. Oh, wir sind direkt schon. Oh, das ging aber jetzt schnell. Naja, nämlich auch. Das ging aber jetzt echt mal schnell. Wir sind schon am Büro. Und damit. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Altair, sind wir. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Angst wird ihn schwächen. Wurde vor zum aktuelleren Gedächtnisabschnitt. Oh ja, zum Attentat. Er wird sich auf sein Schiff zurückziehen. Das ist der Zeitpunkt für das Attentat. So, dann sind wir jetzt hier auf dem Weg zum Adedat. 164 Schritzkis ist es weg. Wir geben mal Knöselgas, damit wir mal ganz schnell dahin kommen. Wieder zum Hafen. Ja, der Hafen, der war ja nicht so prickelnd mit dem ganzen blöden Wasser, was da so rumwabbelte. Aber okay. Ihr dürft nicht hier sein. Ja, ich bin ja auch schon wieder weg. So. Schert euch fort! Zutritt verboten! Geht fort mit euch! Ja. So, gleich sind wir da. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Das sieht da vorne doch ein bisschen nach Versammlung aus oder sowas. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Ja, tschüss. Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh. Trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft, lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind.